Krankmachender Ganges, ein spirituelles Problem. Indien hat mit einer Reihe von Umweltproblemen zu tun, angefangen bei der Luftverschmutzung in den Städten, weiter über die fehlende Abwasser- und Müllentsorgung bis hin zu einem verseuchten heiligen Fluss Ganges. Sieht man sich dazu das kollektive Bewusstsein an, weisen diese Umweltprobleme einen Zusammenhang auf. So wird die schlechte Luft mit wiederkehrenden Hals- und Lungeninfektionen sowie verminderter Lungenkapazität in Verbindung gebracht. Verseuchtes Wasser trägt wesentlich zur Entstehung und Verbreitung von Infektionskrankheiten bei. Das heißt, es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Umweltsituation und der Gesundheit der Bevölkerung. Zugleich verfügt Indien über eine umfangreiche Umweltschutzgesetzgebung, die aber in vielen Fällen nur mangelhaft umgesetzt wird. Warum? Indiens kollektivem Bewusstsein ist der direkte Zusammenhang zwischen Umweltverschmutzung und Gesundheit offenbar nicht verinnerlicht. Für Gesundheit ist das weibliche spirituelle System zuständig. Alles Weibliche wird in Indien jedoch unterdrückt. Das heißt, die Strukturebenengesetzgebung ist vorhanden, nicht aber dazu das weibliche Gefühl für die Bedeutung der Gesundheit. In anderen Ländern fehlt dieses ebenfalls, doch zusätzlich kommt in Indien dann auch noch eine spirituelle Einstellung hinzu, die das Leben ganz und gar zu dem macht, wie Indien ist. Wie das Bewusstsein Indiens zu einem verseuchten, heiligen Fluss führt, beschreibe ich ausführlich in Mosubi Weltheilung, die Bibel, heilige Schrift des neuen Zeitalters, denn nur eine Bewusstseinsveränderung kann zugleich das Umwelt- und Gesundheitsproblem des Ganges lösen.